bin der Nico und ich begrüße euch auf meinem Kanal, der Pusterfuchs. Und heute nehme ich euch wieder mit auf eine kleine Runde über die Insel. Ich bin hier oben gerade auf dem Bobbiner Berg als Ausgangspunkt für eine neue Tour über diese wunderbare Insel. Ich habe erstmal den Ausblick genossen. Zeige ich euch nochmal kurze Runde hier. Einmal auf den großen Jasmunder Bodden. In die Richtung geht es nachher über die Spiekerbrücke. Tigern wir gleich los. Meine Frau wartet schon am Ende von diesem kleinen Hügel hier. Wir sind nämlich auf dem Aussichtspunkt hier, habe ich gedacht, als Startplatz ist es super heute gedacht. Und von hier geht es heute vom Bobbin aus Richtung Globe. Wir werden dort mal etwa rechte Hand, Gelort glaube ich heißt das. Da wollen wir mal den Strand erkunden, da war ich nämlich auch noch nie. Ja, und dann werden wir mal loslegen. Jetzt geht es erstmal hier vom Bobbin aus los Richtung Schloss Spieker. Ich habe meine beiden Hunde auch wieder bei. Wir haben Bombenwetter, also auf geht's. Meine Wanderbegleiter sind schon ganz aufgeregt. Ja, der Fadi kommt ja. Geht los hier. Vom Bobbiner Berg runter. Gucken wir erstmal auf diesen kleinen Ort. Auf diese kleine wunderbare Kirche, Kapelle wollte ich gerade sagen, aber es ist eine kleine Kirche. So, 500 Meter weiter, wir gehen schon raus aus Bobbin Richtung Globe, ihr seht, da sind 3 Kilometer dran. Und hier sind die Streuobstwiesen vom Hof Bobbin wahrscheinlich. Da gibt es auch eine Mosterei, da sind wir heute natürlich nicht angegangen. Jetzt geht es erstmal den Berg weiter runter Richtung Spiekersee und natürlich auch Schloss Spieker. Sind wir in Spieker angekommen und durch die Bäume hier seht ihr das Schloss gleichen Namens, also Schloss Spieker. Wir haben hier vorne ein, ja, wie nennt sich das? Ich gehe mal dichter ran hier, um euch die Überreste mal zu zeigen. Das heißt, nennt sich Hochzeitsbaum. Tafel spiegelt ganz schön, mal sehen, könnt ihr es lesen. Sagenumwobener Hochzeitsbaum steht da drauf. Ich würde sagen, so sagenumwoben ist er gar nicht mehr, der ist einfach nur noch tot. Da haben sie jetzt ein paar Rosen vorgepflanzt. Ja. Da war mal Ruhe, da haben sie dann die Brautpaar reingestellt. Naja, ist auch vorbei. Wir auf jeden Fall werden jetzt erstmal in den Park von Spieker gehen. Die haben nicht einen ganz hervorragenden Schlosspark hier. Und da machen wir jetzt erstmal einen kleinen Abstecher rein. Herrlich, bei diesem Wetter ist einfach toll, in so einem schönen Park spazieren zu gehen. Auch ja, so eine angelegte Landschaft. Sieht auch immer wieder schick aus, wenn es gut gemacht ist. Einzelne Bäume, nennt man das, Solitärbäume halt. Ne? Viele Birnbäume sind dabei, auch hier geradezu, ist ein wunderbarer Birnbaum und ich weiß, diese Birnen schmecken im Herbst ganz, ganz toll. Haben wir uns auch schon geholt und haben dann ganz toll Birnen und Glüht von gekocht. Ja, sehr schön hier. Ah, und es hängen auch schon die ersten Birnen dran hier. Sind natürlich noch nicht reif. Ach, wir sind wieder zu früh dran. Ist natürlich bei dem Wetter ganz wunderbar, dass es hier so beschattet ist teilweise auch. Ne? Man hat eben seine Sonnenecken und seine Schattenecken hier. Oh, ganz toll. Und ich denke, hier hat auch keiner was dagegen, wenn man hier eine Rast einlegt, ein Picknick macht vielleicht und natürlich auch seinen Müll wieder mitnimmt. Ne? Denn sollte das alles im grünen Bereich sein. Oh, hier sind auch ganz wunderbare Brombeerhecken. Die hängen dick voll. Aber noch sind sie nicht so weit. Das heißt, wir müssen noch mindestens eine Tour machen, nochmal, um wiederzukommen, um ein paar leckere Brombeeren zu naschen. Und wie üblich trecke ich euch die Strecke natürlich auch via Komoot. Das heißt, wenn ihr das mal nachwandern wollt, findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung. Ja, dann könnt ihr auf Komoot diese Strecke mal nachwandern. Da wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß dabei. Sind doch schon ein paar. Ein paar Brombeeren dran. Boah, die war sauer, die sind 2 cm kleiner. Ein Kuriosum in diesem Park ist hier dieser wunderbare DDR-Rutschelefant. Also wenn man mal hier ist, muss man den einfach mal besuchen. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wo noch so einer steht. Ja, hier auch noch die ganz typischen aus DDR-Zeit, die Ping-Pong-Platten oder Tischtennisplatten, wie man die auch immer nennen mag.
Ja, ich passe natürlich mit meinen dicken Hintern nicht hier rein zum Rutschen. Ich denke, ja, da ist Hinternpeeling angesagt, wenn man hier runterrutscht. Nee, ist glatt, ja, ist glatt. Ja, aber noch so ein kleines Überbleibsel aus meinen eigenen Kindertagen sozusagen. Ja, und der Park, der wird einfach ganz wunderbar in Schuss gehalten hier. Da sind sicherlich viele fleißige Hände dran, damit er so bleibt, wie er ist. Ja, hier zwischen den Bäumen taucht wieder das Schloss Spieker auf. Auch immer wieder ein schönes Ambiente hier, sag ich mal. Hier nochmal die Frontansicht vom Schloss. Im Übrigen bedeutet der Begriff Spieker, also wird abgeleitet vom Speicher. Ich sag mal, das Schloss wird sicherlich früher kein Speicher gewesen sein, aber im angrenzenden Bereich sind ja auch Bauerngehöfte gewesen und so. Wird schon seinen Sinn gehabt haben. Jo, bei der Hitze müssen wir ein bisschen auf die Hunde aufpassen hier, immer rechtzeitig Wasser geben. Ja, der Oskar ist nach 2 Kilometern schon ganz schön platt bei der Hitze. Aber wir sind ja vorbereitet. Gibt's den Tragerucksack, ne? Da stecken wir dich jetzt rein, dann geht's gleich weiter. So, den alten Mann verpackt, der hat wieder den besten Blick und den besten Platz. Ich komme vorwärts, ohne mich bewegen zu müssen hier. Und das gefällt ihm auch. Ja, Spieker haben wir hinter uns gelassen und jetzt gehen wir hier am idyllischen Spiekersee entlang. Das ist auch wirklich sehr schön. Immer das nächstgrößere Highlight aus optische wird die Spiekerbrücke. Also ihr seht, es hat hier alles mit Spieker zu tun. Schön ist auch an der Runde, hier gibt überall kleine Bänke und Rastmöglichkeiten, wo man immer mal wieder sich hinsetzen kann, einfach die Gegend genießen. Jo, hier am Abzweig Spiekersee, hier rüber geht's nach Glowe, dort geht's Richtung Polchow und hier ist auch wieder diese ganz tolle Schutzhütte, hier habe ich auch schon öfters mal gerastet. Ah, meine Frau ist schon wieder an der Brombeeren verschütt gegangen hier. Der Hund sagt, wir wollen weiter nach Glowe, aber wir kommen irgendwie nicht weiter. Nein, wir gehen in die Richtung, Richtung Glowe. Da hängen auch Brombeeren. Da hängen auch Brombeeren, wurde mir gerade versprochen. Ja, wir haben Spaß und es ist Sonntag. Und ja, machen wir es halt schön gemütlich und genießen das hier. Ja, und hier ist es auch hier ein bisschen beschattet, sodass für unseren Oskar nicht mehr so warm ist hier. Auf der Spiekerbrücke ist einfach immer wieder schön. Ich finde, man sich auch hinsetzen, mal eine halbe Stunde. Nein, wir wollen aber weiter. Wir wollen ja heute noch zum Strand. Die Hunde wollen auf Baden gehen. Also weiter geht. Man kann jetzt nicht an jede Bank anhalten und nicht an jeden Brombeerbusch anhalten. Ja, gut. Oh, hier hängt alles voller Brombeeren. Und deswegen kommen wir hier auch nicht vorwärts irgendwie. Ist egal. Wir sind ja hier auch nicht beim Ultra- oder Megamarsch. Wir den Tag genießen. Sehr froh, dass noch keine abgetankt ist. Ja. Und offensichtlich gehört er auch zu Brombeerpflücken und Brombeernaschen. Alles andere ist ja noch nicht reif. Äpfel und Birnen sind noch nicht reif. Da wäre mein Rucksack wahrscheinlich auch noch nicht groß genug zu. Weil da müssen wir auch mal ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Ja. Und leckere Sachen von machen. Kuchen oder andere Sachen. Jo, vom Spiekersee kommen wir jetzt, wie gesagt, hier am Wetterort an und biegen jetzt hier rechts ab, gehen dann Richtung Glowe in dem Fall. Da kommen wir Glowe, Ortsteil Rügenradio, wenn ich mich nicht irre, raus. Oh, kleinen Oskar haben wir mal aus dem Tragerucksack rausgenommen. Darf er hier mal ein bisschen so rumlaufen. Der Weg ist gut einsehbar, schön beschattet. Ja, vom Wetterort, den kleinen Hohlweg entlang, kommen wir jetzt hier an. Ortsteil Glowe Rügenradio. Hier müssen wir gleich nochmal eine Straße queren.
Mal gucken, ob wir den Weg finden, den ich mir heute so ausgedacht habe. Weil, wie gesagt, ich will mit meinen Begleitern hier zum Steilufer runter, Gelort, aber nicht in Glowe direkt, sondern eher rechts weg Richtung Glome schon. Ne? Mal gucken. Auf jeden Fall waren wir doch nicht, das werden wir auf jeden Fall noch finden. Hier Rübenradio geht's rein, hier steht sogar noch mal dran, da Rübenradio. Und dann gucken wir mal. In diesem kleinen Wohngebiet war ich auch meinen Lebtag noch nicht. Aber wir werden den Weg schon noch finden, den wir suchen. Das soll so ein kleiner geheimer Trampelfahrt sein. Gut, mussten wir den Plan jetzt ein bisschen abändern. Denn ich bin kein Freund davon, über irgendwelche Zäune rüber zu klettern. Der Trampelpfad, den wir gesucht haben, der liegt leider hinter einem Zaun. Da gab es zwar Übersteigmöglichkeiten und er sah auch frequentiert aus. Aber das muss man ja machen. Wir wollen ja keinen anregen, hier über irgendwelche Zäune zu klettern. Also suchen wir uns jetzt einen Alternativweg. Irgendwie werden wir doch an Steilufer kommen. Mal gucken. Gut, dann gehen wir jetzt hier mal an der neuen Ostseehalle in Glowe dran vorbei und laut meiner App, ich habe auch ein bisschen auf den Navi geguckt, müsste es irgendwo einen kleinen Abzweig zum Ufer geben. Aber ich sehe schon, wie er auf dem Bauzäune stehen. Wer weiß, ob wir da lang kommen. Aber ist egal, wir erforschen es. Wir trampeln hier so ein bisschen durchs hohe Gras. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob wir hier so richtig sind. Ich glaube eher nicht. Wir sind bestimmt gleich in der Sackgasse. Gucken. Also wir sind zwar nicht die ersten hier lang, die hier lang gehen. Mal gucken. Wie schon fast gedacht, sind wir hier wieder nicht richtig. Ja, schade, dass so Wege einfach dann durch irgendwelche Zäune abgeschnitten werden. Ja, müssen wir gucken. Wir haben uns so gefreut auf den Strandabgang da. Dann müssen wir mal sehen, wo wir jetzt finden. Ja, im schlimmsten Fall gehen wir jetzt einfach Richtung Kuhplatz und gehen da die Treppe runter. Ja, Satz mit X war wohl nix. Also da sind wir in der Sackgasse gelandet. Also wenn ihr das nachwandert, dann könnt ihr die Schleife, die wir jetzt gerade gemacht haben, auslassen. Das ist eigentlich eine verschenkte Liebesmüh. Aber nichtsdestotrotz haben wir was gelernt, dass man da eben halt nicht durchkommt, haben wir gelernt. Ja, jetzt werden wir uns in Richtung Kurplatz halt begeben, da zum Strand runtergehen und Pläne machen, wie die Rücktour aussieht. So, nach dem vergeblichen Versuch, einen inoffiziellen Weg zum Steilufer zu finden, gehen wir jetzt auf eine ganz offiziellen Strecke hier Richtung Kuhplatz erstmal. Endlich wieder Brombeeren. Und wir kommen schon wieder an dem Brombeerbusch vorbei. Oh, das kann sich heute noch ziehen. Schon sind wir im Kurpark angekommen. Wir haben mittlerweile 7 Kilometer auf der Uhr. Ich weiß gar nicht, habe ich schon die ganze Zeit Kurplatz gesagt? Ich meinte natürlich immer Kurpark. Na, hier steht es auch nochmal. Natur und Kunst im Kurpark. Gut, sind wir am Steilufer angekommen. Hier geht es eine Eisentreppe herunter. Und da werde ich wohl meinen Hund tragen müssen. Die Pauli mag nicht ganz so gern getragen wie der Oskar, aber die Eisentreppe hier runter ist, glaube ich, besser. Ja, am Steilufer angekommen hier, am Cliff sozusagen. Und jetzt wollen wir uns ein Plätzchen suchen, wo wir die Runde hier mal eine Zeit verbringen können und den Leuten nicht auf den Sack gehen dabei. Oskar hat direkt mal jemanden zum Spielen gefunden. Ja, Mäusi? Ja, alles gut, ne? Der kläfft das hier, ne? Ja, und du läufst direkt wieder über meinen Handtuch. Schuhe aus und ein bisschen bequem machen. Die Hunde sind halbwegs erträglich hier. Wo ist dein Stock? Pauline hat sich irgendwo schon einen Stock gesucht, den sie schon verbummelt hat. Und Oskar ist eigentlich nur auf Nahrungssuche hier. Oskar, das ist unser. Ich habe aber für dich auch noch was. Jo, da, ich zoom's mal ran, vielleicht könnt ihr es erkennen, da ganze Batterie Kormorane. Die Fischer hassen die ja, wie auch immer, aber ich denke immer, der Kormoran war vor dem Fischer da.
So, Strandzeit beendet, alles wieder eingesammelt, kein Müll hinterlassen. Und jetzt geht es erstmal Richtung Globe und ich glaube, da holen wir uns noch ein Eis. Mal gucken. Ein wunderbares Strandwetter heute auch. Schön für jeden, der Urlaub machen kann gerade. Da machen wir es doch uns glatt nochmal gemütlich hier am Hafen, ein bisschen Sonne genießen. Und klein Oskar, der musste ja nun durch den Strandsand laufen, damit er sich ein bisschen erholen kann. Und wenn wir auch wieder seine Bandage anziehen. Jo, alles gut. Und ich kann nochmal meine Schuhe noch mal auskloppen, die sind nicht voller Strandsand. Oh. Schuhe haben wir entsandet und wieder angezogen und kleinen Oskar haben wir wieder eingesackt, weil er einfach nicht mehr kann, der kleine alte Mann. Aber dafür haben wir einen Rucksack bei. Wir sind durch Altglowe durch und gehen jetzt in Richtung Wedderort wieder. Hier sind die schönen Boddenwiesen hinter Glowe rüber zum Jasmuner Bodden. Herrlich, einfach schön hier. So, wir kommen gleich am Wedderort wieder an. Und dieser herrlich beschattete Weg ist einfach angenehm heute bei den heißen Temperaturen. Und seltsamerweise sind hier im Wald keine Mücken. Also merkst du was? Ich merke nicht. Ja, also hier ist gerade sehr, sehr angenehm, auch für die Hunde. Na Oskar, was sagst du dazu? Ja, wir haben jetzt 10,5 Kilometer auf Ruhe. Wir sind heute echt extrem langsam. Wir sind erst 3,5 Stunden unterwegs für 10,5 Kilometer. Naja, die Brombeeren, die halten einen auf, der Strand hält einen auf. Oskar hält sich ganz gut, ja, er ist schon anstrengend so getragen zu werden. Hm. Er hält sich gut in der Tasche. Ja, was sagen Sie dazu, hm? Herr Oskar? Wir kommen wieder am Spickersee an. Herrlich. Ganz klasse hier. Ja, wir sind jetzt am Ende des Hohlwegs angekommen. Jetzt könnten wir Richtung Spieker gehen, aber das tun wir nicht. Wir sind ja hier an der Schutzhütte und werden jetzt da Richtung Polchow gehen. Wir lassen noch den Bauern schnell vorbei, der hier mit seinem Fahrzeug gerade langkommt. Und dann den genehmige ich auch, dass er hier auf dem Radweg fährt. Ansonsten würde ich es nämlich bedenklich finden, wenn die Leute hier mit dem Auto über den Radweg fahren. Aber irgendwie müssen die Bauern ja an die Länder reinkommen. Jetzt geht es diesen wunderbaren Sandweg Richtung Polchow entlang. Den liebe ich eigentlich, weil er so herrlich natürlich ist. Staubt natürlich ein bisschen, wenn hier gerade mal ein Fahrzeug drüber gefahren ist. Aber ansonsten ist das echt schön hier. Und so ein bisschen romantisch mit den Stoppelfeldern im Hintergrund. Ach, was bin ich wieder ein Romantiker. Die Bauern sind in der Getreideernte. Ach, könnte ich auch mal stundenlang zugucken. Habe ich als Kind schon gerne gemacht. Ja, ich bin halt auf dem Land aufgewachsen. Nur die Technik hat sich in den letzten 40 Jahren extrem verändert. Mittlerweile sind wir in Polchow angekommen. Hier in dieser, ja was nenne ich das hier, Margartenanlage am Bodden oder so. Also noch nicht direkt in Polchow City, ne? Aber hier geht es halt so ein Schotterweg lang, wo lauter kleine Strandhäuser sozusagen sind am Bodden. Ehemals ist es basierend sicherlich nur auf eine Gartenanlage, aber da hat sich der eine oder andere wohl gedacht, damals schon, auch so ein Haus am Wasser, feine Geschichte. Mittlerweile sind wir direkt hier in Polchow. Also ihr seht, jetzt gibt hier auch eine Straße, das ist hier die offensichtliche Hauptstraße, heißt hier sicherlich Dorfstraße, wie auch immer. Ja, hier gibt es auch Fischräucherei Peters, sind wir gerade dran vorbei. Könnt ihr mal einen Abstecher hinmachen, altes Familienunternehmen. Ja, und ansonsten ist es ja wieder so, bin ich ja sehr zwiegespalten, denn Polchow ist ja eine Anreihung an Ferienhäusern, würde ich sagen.
Früher mal ein Fischerdorf. Früher mal ein kleines Fischerdorf, tatsächlich, ja. Heute. Und jetzt ist es so, ich sag mal, ab Oktober wohnen hier 5 Mann oder so gefühlt und der ganze Ort ist tot. Das finde ich immer unschön. Da fehlt die Balance. Ja. Das ist auch schön gewachsen, oder? Mhm. Das ist ein schöner Uriergarten, ganz nach meinem Geschmack. Es muss nicht immer alles so aufgeräumt aussehen. Wunderbar. Herrlich. Jetzt gehen wir so einen kleinen Insiderweg. Kurz bevor wir aus Poltio rausgehen, also ich drehe mich um, so sieht es dann aus, müssen wir hier links ab und gehen hier durch so einen kleinen Hohlweg. Nom nom nom. Dann so eine schöne Deko hier. Das sieht doch klasse aus. Ja. Ein Bächlein rauscht hier raus. Die Pauline hat Wurst, glaube ich. Ich komme hier vorne. Hier. Hier. Einmal umdrehen. Ah, kann ich vielleicht auf den Boden sehen. So, ich denke mal, wir haben jetzt vielleicht noch 1 Kilometer bis zum Auto. Mal sehen, ob meine Schätzungen gut sind. Dann müssten wir 15 Kilometer auf Uhr haben. Naja, echt geil heute. Jetzt kommen wir von unserem kleinen Feldweg. Müssen jetzt aber ein Stückchen an der Straße noch entlang. Wenn nicht, die Kamera mal umdrehen, muss ich noch, ob ihr das erkennen könnt. Also hier geht es noch eine kleine Alleenstraße lang. Und da hinten ist die Gloverstraße, an die müssen wir noch, an die Kreuzung, um die einmal zu queren. Und dann sind wir schon fast wieder am Ausgangspunkt. Ja, und immer dran denken, wenn ihr diese schmalen Straßen lang gehen müsst, immer entgegen der Fahrtrichtung der Autos, damit ihr ausweichen könnt. Ne? Wissen viele nicht. Erstaunt mich immer wieder. Ja, jetzt gehen wir so ein bisschen um den Bobbinerberg herum. Wir werden wahrscheinlich noch einen Abstecher auf den Berg machen, dass wir das Video dort beenden können, wo wir es angefangen haben. Das nenne ich dort immer wirklich einen Rundweg. Jetzt sind wir hier auf dem Radweg hinterm Bobbiner Berg. Der sieht von hier aus gar nicht wie so ein Berg aus. Na, ist ja eigentlich auch ein Hügel. Also sind wir förmlich schon in der Zielgeraden. Oskar lässt sich so ein bisschen hängen hier, aber er macht keine Anstalten, dass er laufen möchte irgendwie. Ah, ja, ja. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, eigentlich bin ich auf sowas mal vorbereitet, aber ich weiß gar nicht, wie viel Kilometer haben wir hier gar nicht auf Rügen. Zumindest nicht in die Höhe, nur in die Weite. Ja, wieder angekommen am Ausgangspunkt. War wieder sehr schön. Was habe ich jetzt auf der Uhr? Es fehlen mir noch 40 Meter, dann haben wir 15 Kilometer auf der Uhr. Habe ich doch gut geschätzt von vorhin. Dass es heute 15 Kilometer wären. Oh, das war wieder herrlich. Das war eine schöne Sonntagswanderung. Das hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart und ich euch einen Teil meiner schönen Insel zeigen konnte. Hat mir wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Und bis dahin sage ich, bleibt gesund, geht raus, geht auch mal ein bisschen wandern. Und dann sehen wir uns wieder. Bye, bye.